Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Sporty mit der 80. Ausgabe R3E Cars & Tracks. Wir haben die Tage, also letzte Woche eigentlich, das WTCC-Paket mit den 2014er Boliden erhalten. Und uns fehlte da noch eine Strecke, die wir ja schon runtergeladen haben, die aber irgendwie noch nicht freigegeben war. Warum auch immer man sich so viel Zeit gelassen hat, ich weiß es nicht. Nun ist sie aber da, heute am Donnerstag, dem 18.06. Macau. Wir haben lange darauf gewartet. Eine schöne Strecke, eine sehr besondere Strecke. Und es gibt auch nur diese eine Konfiguration. Die werden wir heute fahren. Dazu gibt es das zweite Fahrzeug aus der 2014er WTCC-Saison. Und zwar den Honda Civic. In der 2014er Konfiguration. Dabei sind die vier Lackierungen der letzten Saison. Und zwar die beiden Werkslackierungen von Thiago Montero und Gabriele Tacchini. Sowie Mehdi Binanis privat eingesetzter und Norbert Michelic privat eingesetzter Honda Civic. Und wir nehmen den Tabellenvierten der letzten Saison, Norbert Michelic, den doch sehr sympathischen, bekannten, berühmten, erfolgreichen Ungarn. Doch, der ist irgendwie schon dufte. Los geht's. 499 VRP, also Virtual Racing Points, werden aufgerufen für Macau. Ist ein relativ normaler Wert, ein ganz normaler Streckenpreis. Dafür, dass man hier einiges designen durfte, ich denke mal, die Skyline wird nicht gerade unattraktiv daherkommen. Lassen wir uns mal überraschen. Gibt es sonst noch was Neues in der Welt von R3E? Eigentlich nicht. Am gestrigen Abend, also aus eurer Sicht gestern, aus meiner Sicht morgen, sollte ein R3E Multiplayer-Abend stattgefunden haben mit unserem großen Jubiläumsrennen, denn 100 Folgen R3E Multiplayer stehen auf dem Plan. Also wir wollen nicht 100 Folgen aufnehmen, sondern wir haben mittlerweile schon knapp 100 Folgen. Und es wird ein großes Rennen geben, das dann aus eurer Sicht nächste Woche Sonntag wahrscheinlich veröffentlicht wird. Und zwar eine Stunde Macau mit eben diesen WTCC-Boliden. Deswegen trifft sich das ganz gut. Können wir hier schon mal ein bisschen probieren. Probe fahren, Linie lernen. Ach, irgendwie sowas, ihr wisst schon. Machen wir mal Continue und suchen uns ein stilles Fleckchen. Wobei, stilles Fleckchen in Macau, das wird schwer zu realisieren sein. Davon gehen wir jetzt mal aus. Der Motor ist wie immer aus. Das muss ich mir auch irgendwann noch angewöhnen, dass dem so ist. Und der Sporty hat wie immer was vergessen. Das muss ich mir nicht angewöhnen, das muss ich mir eher abgewöhnen, das vergessen. Falsch, ich möchte hier Return to Garage. Ich bin noch nicht weit gefahren, daher ist das nicht so schlimm. 30 muss ich hier einstellen, weil das Lenkrad leider immer noch nicht übernimmt, dass es nur, dass es automatisch irgendwas einstellen kann, weil das Spiel das Lenkrad irgendwie nicht richtig kennt. Ich weiß es auch nicht. Macht ja auch nichts. So, jetzt passt die Lenkbewegung auch wieder. Ups, viel Wheelspin. Wir fahren in Sebastian Loeb. Haben etwas besseren Antritt als er, wie auch immer das kommt. Jetzt ist er vorbei, weil ich mich mit dem Fronthebler nicht getraut habe, hier flat out zu gehen. Das kommt aber noch. Genau da wollte ich sowieso hin. Von daher passt es ja. Hier stehen wir eigentlich niemandem im Weg. Dann wollen wir mal. Wir fangen wie immer mit der Strecke an. Der Guia Circuit in der Sonderverwaltungszone Macau. Gelegen im wunderbaren, in der wunderbaren Volksrepublik. Nein, ich glaube vor der Küste der wunderbaren Volksrepublik China. Ein Spielerparadies. Casinos reihen sich hier aneinander. Das Ding sieht deutlich lebendiger aus als in Race 07. Und auch deutlich moderner. Aber sowas von viel. Meine Güte. Gar kein Vergleich zu Race 07. Aber egal. Da hatten wir die Strecke wenigstens auch schon. Ein enormer Aufwand, den man hier betrieben hat. Sehr viel Liebe zum Detail. Schön, schön.
Ja, ich sagte ja, die Skyline wird nicht unbedingt langweilig wirken. Die Autos, gut, ja, mei, die müssen jetzt auch nicht unbedingt als 100% perfektes 3D-Modell dargestellt werden. Das kostet nämlich alles nur Performance und bringt uns keine 5 mm weiter. Diese Rampe, die finde ich seit jeher irgendwie genial. Ich habe nämlich keine Ahnung, was die eigentlich zu bedeuten hat. Aber gut. Man fährt halt jedes Mal dran vorbei und wundert sich nur. Aha, seit wann habt ihr denn da oben einen Unterstand? Den gibt's aber auch noch nicht so lange. In Rechnung 7 war der nämlich auch noch nicht enthalten. 6115 Meter lang die Strecke. Und seit 1954 gibt es den Macau Grand Prix, der eben hier auf diesem temporären Kurs ausgetragen wird. Grand Prix nicht im Sinne von Formel 1 Grand Prix, sondern einfach nur so Macau Grand Prix für verschiedene Kategorien und Klassen. Man fährt hier Tourenwagen, man fährt Monoposto, man fährt Motorrad. Die Strecke mit 6 Kilometern, ach komm, sogar eine Baustelle haben sie nachgebildet, das ist ja mal geil. Ah, toll. Die haben sich echt Mühe gegeben hier. Meine Güte. Toll, was man hier so alles sehen kann. Im Rennen sieht man das alles gar nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Verschiedene Rennklassen. Seit 1954 gibt es eben dieses nahezu alljährliche Event. Man hat hier eigentlich schon alles durch die Leitplanken gejagt. Die Strecke ist auch seit der Zeit nahezu unverändert. Man hat lediglich... Wir kommen gleich dahin. Aha, auch hier haben sie eine Baustelle. Oder? Das sieht doch aus wie, Baustellenzäunchen hier. Oder soll das ein Parkhaus? Nein, das wird doch ein neues Gebäude. Das war doch früher auch gar nicht hier. Alter Verwalter. Geil. Auch sowas finde ich total toll. Wirklich viel Liebe zum Detail. Klar, es mag grafisch jetzt nicht unbedingt ein Project Cars sein, aber hey. Das sieht immer noch total geil aus. So, hier hat man 1900 und schieß mich tot. Muss ich doch ganz kurz auf meine Notizen gucken. 1958 hat man modifiziert, also 4 Jahre nach der Eröffnung des ehemaligen Straßenkurses. Und zwar ging die Haarnadelkurve früher irgendwo in diese Richtung noch ein bisschen weiter. Insgesamt 160 Meter hat man rausgeschnitten, also 80 Meter in die Richtung und 80 Meter wieder zurück. Das ist die einzige Modifikation, die die Strecke seither erfahren hat, also die Streckenführung. Diese ist seither gleich geblieben. Runter in Richtung Wasser. Hat deutlich mehr Markierung auch hier drauf auf der Straße als in Race 07. Ist der Wasserpegel da echt höher als hier? Okay, cool. Was ist das eigentlich für ein Becken? Ist doch völlig sinnbefreit, oder? Sieht aber auf jeden Fall auch geil aus. Oh, die Boxeneinfahrt haben sie etwas kindlicher gemacht. Aha. Ja, die Boxeneinfahrt, die hat man 1993 hierher verlegt im Zuge der Relocation der Start- und Zielgeraden. Denn diese war bis 1993 auf dieser Geraden und ist erst dann 93 eben hierhin zurückgezogen worden. Und wo ist denn Start und Ziel? Hallo? Hey? Bin ich jetzt blind? Ich sehe keinen Start- und Zielstrich. Das ist aber doof. Ich sehe auch keine... Ach doch, da ist er doch. Okay, also hierhin 1993. Das war die zweite Modifikation. Ansonsten, ja, alles beim Alten seit 1994. Ich sagte, man hat hier Monoposto-Rennen ausgetragen. Besonders berühmt bei dem alljährlichen Macau Grand Prix-Event ist die Austragung oder dieses internationale Formel 3-Rennen. So eine inoffizielle Formel 3-Weltmeisterschaft oder... Ah, der Kampf um den inoffiziellen Formel 3 Weltmeistertitel, denn hier treten die besten Fahrer aus den nationalen Formel 3 Kategorien gegeneinander an. Und es haben schon einige Größen dieses Rennen für sich entschieden. Wie zum Beispiel ein gewisser Ayrton Senna 1983, Michael Schumacher 1990, David Coulthard 1991, Ralf Schumacher, okay, eine mittelmäßige Größe. Aber immerhin, er war ja auch mal Formel 1-Fahrer und da auch gar nicht so schlecht platziert.
Ich weiß gar nicht, wie es in der DTM für ihn lief, aber ich glaube nicht so rosig, ähnlich wie für David Coulthard. 1995 war das beim Ralf der Fall, Takuma Sato 2001, hatte ich nicht noch einen auf der Liste? Nee. Ein anderes bekanntes Event, natürlich die WTCC 2005, also seit der Gründung der Serie. Bis 2014 hat man hier das Saisonfinale ausgetragen auf dieser Strecke. Dieses Jahr leider nicht mehr. Dieses Jahr wird der Platz der WTCC von der TCR-Kategorie übernommen, der neu geschaffenen Serie, die, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal ihre Meisterschaft austrägt. Ist wirklich geil gemacht hier. Sieht bombastisch aus. Hut ab. Und das Ganze für, ja, 499 VRP. Jo. Schon geil. Und die Strecke sowieso eine Herausforderung sondergleichen. Da kennt man nichts. Das ist, ja. Leider ist sie wirklich eine Herausforderung. Hier gab es auch schon einige Todesfälle. Besonders unter den Motorradfahrern ist es hier sehr, sehr gefährlich, weil Stadtkurse und Motorradfahrer sowieso nicht so wirklich zusammenpassen. Aber auch für die Autofahrer kann das hier sehr schnell sehr schlecht enden. Einmal zu doof an der Leitplanke angelehnt, stehst du quer, fährt einer in dich rein und dann war es das. Und das hier teilweise mit einem Affenzahn, der deutlich höher liegt als der in Monaco. So, was habe ich denn hier sonst noch so notiert zu der Strecke? Im Laufe der Zeit, das vielleicht noch als Information, hat man hier alles Mögliche bewegt. Gruppe 5, Gruppe A, DTM. Momentan fährt man, glaube ich, mit dem Audi R8 Asia Cup oder sowas in der Richtung hier rum. Trägt da nochmal einen Tourenwagen oder ein GT-Finale aus. Ja, massiv Fahrzeuge, die man hier, oder Fahrzeugklassen, die man hier aufgefahren hat in den letzten 60 Jahren. Auf jeden Fall ein großes Event, eine klasse Strecke und ein Rekordsieger im Bereich Tourenwagen, der auf den Namen Rob Huff hört. Siebenmal hat er gewonnen, das letzte Mal letztes Jahr. Dieses Jahr wird schwierig, es sei denn, er wird Gaststarter in der TCR-Kategorie. Norbert Michelic hat übrigens auch mal gewonnen. 2010 war er siegreich hier in Macau. Und das ist die passende Überleitung zu diesem Vehikel, dem Honda Civic WTCC 2014. Der Honda Civic wird gebaut seit 1972. Mittlerweile in der 9. Generation, diese seit 2011 auf dem Markt und das nur als Fünftürer. Das muss ich da gerade nochmal überprüfen. Bist du ein Fünftürer? Diese Kante hier hinten sagt ja. Da oben seht ihr auch den Türgriff versteckt. Das ist ein Fünftürer, genau. Der Dreitürer hat sich nicht verkauft, deswegen baut man nur noch den Fünftürer oder mittlerweile, glaube ich, sogar noch ein Kombi und ein Stufenheck. Limousine. Motorisierung. Naja. Benzinmotoren, rein Vierzylinder 1,4 bis 1,8 Liter bei 99 bis 141 PS. Diesel 1,6 bis 2,2 Liter rein Vierzylinder mit 120 bis 150 PS. Ja. Nee. Sechsgang-Schalter oder Fünfgang-Automatik. Wobei die Fünfgang-Automatik nur beim Benziner. 1181 Kilo bis 1498 Kilo. 218 km/h in der besten Motorisierung. 9,1 Sekunden von 0 auf 100. Also sind Werte, da sage ich, es juckt doch keinen. Gut, die Autos sind optisch ansprechend und wahrscheinlich für den Otto-Normalbürger zum einen bezahlbar und zum anderen sportlich genug. Um sich mit 80 auf der Autobahn hinter einen LKW zu klemmen, reicht das allemal. Um mit Tempo 60 über die Landstraße zu fahren und den Verkehr zu blockieren, würde ich sagen, reicht das auch. Aber nicht, um in der WTCC zu begeistern. Man ist seit Jahren dabei, man ist ja 2013 erst eingestiegen, was erzähle ich denn schon wieder? 2014 TC1-Reglement, breite Radkästen, mehr Leistung, einfach mehr Bombast, wenn ich das mal so
zusammenfassen darf. 380 PS, das klingt schon deutlich besser. Ebenfalls aus dem reinen Vierzylinder, 1,6 Liter Aggregat, Turbo aufgeladen. Das klingt deutlich besser als das, was man in der Serienversion bekommt, weil in der Serienversion das kannst du auch stehen lassen. Macht doch keinen Unterschied. 380 PS auf der Vorderachse, das ist wiederum schon ein Wert, mit dem man arbeiten kann. 1100 Kilo, damit also deutlich leichter als in der Serie, sogar leichter als die leichteste Serienvariante. Also auch das ist, Gewicht reduzieren und dafür die PS-Zahl um 150% ungefähr steigern. Damit kann man arbeiten, damit werden wir heute auch arbeiten. Ich denke mal, das Ding geht richtig gut nach vorne. Zumindest haben wir auch gerade Sepp Löb aus der Boxengasse heraus ausbeschleunigt. Letztes Jahr, 2014, war das Jahr von Citroën, ganz klar. Die ersten drei Platzierungen in der Fahrerweltmeisterschaft gingen an die Doppelwinkler. Auf der 4 ein einsamer Ritter und genau dessen Fahrzeug sehen wir hier gerade vor uns. Norbert Michelic hat mit deutlich Vorsprung vor dem 5-Platzierten immerhin den 4. Rang in der Tabelle gesichert. Somit auch die Privatfahrerwertung. Und hat seine Werksunterstützten, oder eigentlich das Werksteam, ziemlich deplatziert, würde ich mal sagen. Der sympathische Ungar. Ja, was kann ich sonst noch loswerden? Eigentlich nichts. Schauen wir uns noch an den Hobel, von hinten und von vorne. Schon ein ordentliches Flügelwerk, was man hinten drauf hat, auf so einem kleinen Auto. Kommt da hinten noch was raus? Geht, ist okay. Ist ziemlich geil. Okay, gekauft. Von vorne nicht ganz so brachial, eher sehr friedlich, würde ich sagen. Es ist ziemlich harmlos. Schauen wir doch mal rein in den Hobel. Wir haben hier sequentielle Gangschaltung. 6 Gänge, denke ich mal. Ja, 6 Gänge. Ich dachte eigentlich, die wollten irgendwann mal umswitchen auf Pedal-Schaltung, aber irgendwie fahren sie immer noch alle sequenziell. Naja, macht ja nichts. Die Bedienelemente erinnern mich stark an den 2013er Honda Civic. Das sah ähnlich verwirrend aus. Ein bisschen überladen vielleicht das Lenkrad, aber so ist es im heutigen Motorsport. Ansonsten sehr spartanisch eingerichtet, ein ordentlicher Überrollbügel. Was ich lustig finde oder was ich irgendwie cool finde, dieses übergroße, überdimensionierte Honda-Logo. Das hat schon wieder Stil. Dann ein Überbleibsel von einem Armaturenbrett, so wie sich das gehört. Und das sieht auch lustig aus. So ein kleiner Schnorchel, wie so ein Periskop, das da rausguckt. Der Drehzahl, Messer, Schaltanzeige vielmehr. Ja, cool. Geschwindigkeit werdet ihr wieder nicht ablesen können, aber ich werde zwischendurch mal ein paar Werte durchgeben. Gut, dann fahren wir diese Runde in der Außenansicht. Wir haben ja bisher kaum... Aua, jetzt mache ich schon Kratzer in den Lack. Das will ich nicht. Komm weg von der Leitplanke, bitte. Nein. Super. Fail hoch 25. Fail hoch 25. Gut, ich bin ruhig. Ihr könnt hören.
Warum auch immer ich jetzt noch eine Runde fahren dürfte, das weiß ich leider nicht. Es tut aber auch nichts zur Sache. Wir gehen jetzt weiter, beenden die Sitzung und schauen ins Qualifying. Ja, zweimal habe ich das Auto leider jetzt schon an der Wand geparkt. Sowas. Interessant, wie schwach das Differential hier eingestellt ist. Wenn mich nicht alles täuscht, war das beim Citroën nämlich auf 70%. Es kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Reset to Default sagt, ich irre nicht. Das ist sehr niedrig eingestellt für einen Fronttriebler. Hinten machen wir gleich mal ein bisschen weicher. Weil das war bei meinem Bremsen nicht so gut, nicht? Das war schon sehr... Sie auch schwammig. So, dann wollen wir mal. Diesmal bitte ohne das Auto zu zerlegen zwischendrin. Die Lenkbewegung am animierten Lenkrad wird jetzt übrigens nicht mehr mit meiner echten zusammenpassen. Ich habe auch ein bisschen weniger Steering Lock gegeben, habt ihr ja gesehen. Damit ich hier um den doch sehr engen Straßenkurs deutlich besser rumkomme. Es ist deutlich bebauter als noch in Race 07. Da haben wir das Rennen auch ein paar Mal bestreiten dürfen, unter anderem mit der WTCC oder auch mit unserer GT Pro Meisterschaft, was leider ein ziemlicher Flop war. Aber daran dürfen wir heute nicht denken, sondern wir müssen einfach nach vorne schauen. Was anderes bleibt einem in Macau, fängt beides mit M an, auch nicht übrig, als einfach nach vorne zu schauen, das Ding zu bestreiten und zu gewinnen. 105% die KI. Ich glaube, ob das so eine gute... Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. So. Au, 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 au. Passt, passt. Alles gut. In der WTCC sind wir ja Hecktriebler gefahren. Bumper. Oh, easy does it, wollte ich gerade noch sagen. Und schwupps, hing ich in der Wand. Wie kommt man das deutlich schneller vor als in Race 07 mit der GT Pro? Ich weiß auch nicht, warum. Und das, obwohl mir die WTCC sonst immer so arschlahm vorkommt. Weil das jetzt gerade ist, ein ziemlich geiles Feeling. So wie Helikopterfliegen im Wohnzimmer. Au! Ich möchte da gerne rum. Das Auto sieht das aber irgendwie anders. Das will da nicht rum. Oh, oh, oh! Au! Das Ganze eine Stunde am Stück. Oh, oh, oh. Dazu wohl ein oder zwei Boxenstops. 250 jetzt gerade vor diesem Knick. Ich lupfe leicht und hänge nicht in der Wand. Sehr schön. 241 nach dem Knick. Geht also. Kurve etwas zu eng genommen. Hat Zeit gekostet. Ist jetzt auch unsere erste wirklich schnelle Runde. War das nicht letztes Jahr, wo Löb hier mit Handbremse um die Haarnadel fuhr, weil er meinte, es wäre irgendwie cool?
Aua, sorry. Mein kleines Autochen. José María López hat doch, glaube ich, sogar wieder Pole Position geholt und irgendwas gewonnen. Ein Rennen ging an Rob Huff im Aua, ist jetzt gut. Im Lada. Das andere müsste an José gegangen sein, der hier noch nie gefahren war. Ey, sag mal. Ey, sag mal. Das arme Auto, das tut mir echt leid. Zum Glück ist es nur virtuell und hat somit keinerlei Gefühle. Schon wieder. Ich muss echt deutlich sparsamer mit dem Gas aus den Kurven raus. Ansonsten nur untersteuern. Ja, so Fronttriebler sind eben keine Hecktriebler. So, und wie komme ich jetzt hier rum? In Race 07 ging das irgendwie deutlich einfacher. Da drückt sich sogar noch so ein blöder Lader innen durch. Gibt's doch nicht! Das mache ich falsch an der Stelle. Das wird kein gutes Rennen. Und wieder. Ich bin mit dem Heck noch nicht zufrieden. Es ist irgendwie sehr instabil. Ich weiß, der Fahrer ist ja instabil, aber das tut hier nichts zur Sache. Wir beschleunigen jetzt mal wieder raus. Mal gucken, wo wir stehen bleiben vor der Kurve. 251, 253, flat out, geht. 247, 48. Windschatten. Aua! Ich hatte doch früh genug gebremst, dachte ich. Mir war so. Sorry. Und innen wieder hängen geblieben. Oh, das war nicht gut, was ich gerade getrieben habe. Irgendwann muss doch mal gut sein, oder? Ja! Ah! Irgendwie doch nicht. Noch schlechter als die Runde davor, okay? So, die nächste Kurve kriegen wir jetzt ohne anzuschlagen. Ha! Werdet ihr schon sehen, da. Scheiße. Eieieiei, das kann was werden am Freitag. Das war nicht gut. Mit 240 in die Wand einschlagen. Hm.
Konzentration durch dieses verschnörkelte Stückchen Strecke. Sieht ganz anders aus als in Racing 7. Ganz anders. Streckenführung ist die gleiche, aber alle Orientierungspunkte oder ähnliches außenrum kann man völlig knicken. Aua! Himmel, Herrgott, sagt Zement. Das Auto ist nicht zu beneiden. Nicht in meinen Händen. Das wird ein sehr holpriges Rennen, würde ich sagen. Aber immerhin, wir stehen nicht mehr auf der letzten Startposition. Eine Runde mal ohne anzuschlagen, das wäre doch schon mal was. Hat gepasst. War knapp, aber es hat gepasst. Diese Kurve kriege ich auch irgendwann noch. Und ab jetzt passt es nicht mehr mit dem Nicht-Anschlagen. Meine Güte. Ich dachte, es könnte vielleicht eine schnellere Runde werden, aber wenn wir da oben schon wieder anschlagen, eher nicht. So. Oh, bauen wir halt hinten. Geil, ne? Der Sprung von 142 Newton pro Millimeter auf 0. Ein bisschen Stabi hätte ich schon ganz gerne. Probier's damit nochmal. Ich glaube zwar nicht, dass es besser wird. Aber naja. Ja, Kollege, hallo. Da ist so viel Platz auf dieser Straße und dann sowas. Thompson, Pech gehabt. Okay, ich hätte das Steering Lock doch nicht reduzieren dürfen vorhin. War die falsche Richtung. Irgendwann lernen wir es.
Die Reifen haben ganz schön zu leiden. Aber. Nochmal Aua. Auf den Gasfuß muss man hier echt aufpassen. Fast gut, aber auch nur fast. In Racing 7 war das immer so die Stelle, wo wir richtig gut überholen konnten, diese Haarnadel. Obwohl da seit, ich glaube, 2 Jahren eine ständige gelbe Flagge ist, um eben Überholvorgänge in die Haarnadel hinein zu unterbinden. Einmal noch ohne anschlagen. Ja! Ich bin gespannt, wie wir von Startplatz 22 aus... Was? Wieso darf ich jetzt schon wieder eine Runde fahren? Irgendwie gibt es da noch ein Fehlerchen oder zwei. Aber dann machen wir das gerade nochmal, ne? Die Folge wird heute deutlich länger. 52, 53, 54, 56... Dass die hier langsam fahren, weil die Session rum ist, verstehe ich. Weil die stehen mir im Weg. War jetzt gerade ein etwas unfairer Bodycheck gegen den Lader. Dusan! Ah! Mr. Bortkovic, Mr. 2,5 Meter Mann. Das Auto liegt jetzt aber deutlich besser mit dem stabileren Heck. Da muss aber auch hinten ganz weich gemacht werden bei diesem Fronttriebler, sonst geht er gar nicht in Macau. Aua. Uhlala. Zweimal angeschlagen. Nicht gut, zweimal zu viel. Der Miguel Schlag mich tot fährt ja auch nicht mehr für Lada. Das heißt auch nicht mehr. Also, es wurden dieses Jahr schon 2 Lada-Fahrer ersetzt. Einer von den beiden ist ja Michael vor uns. Also der heißt nicht vor uns mit Nachnamen, nicht, dass das jetzt einer irgendwie so interpretiert. Nee, nee. Sondern er hier. Das hat auf jeden Fall Zeit gekostet hinter den dreien. Die Haarnadel diesmal relativ gut bekommen. Und wieder Zeit verloren. Okay. Gut, dann kannst du ja jetzt problemlos ins Rennen gehen, ne? Startplatz 22. Was will man mehr? Race. Ja. Doppelwinkler vor Doppelwinkler. Der Senior der WTCC auf der 4. Startposition. Oh, Mehdi Binani sehr weit vorne. Ja, interessiert alles keine Sau hier. Los geht's. Der Start wieder völlig verhauen. Mit dem Fronttriebler starten ist eben was ganz Besonderes. Sorry, James, jetzt gib doch mal Gas! Wieso bremst du jetzt auf einmal? Ach, er wollte mich vorbeilassen. Das finde ich nett, James, finde ich nett. An dieser Stelle ein Unfall und schwupps hast du eine Massenkarambolage. Das ist leider öfter passiert in den letzten Jahren.
Dann wirst du einmal angeschoben, drehst dich rüber in die andere Barriere und dann geht's rund. Das war nix. Aber wisst ihr was? Ich möchte hier kein Autoscooter fahren. Auch wenn wir jetzt nach vorne gekommen sind und vorne geblieben wären, aber das ist doch nicht die feine Englische. Das geht so gar nicht. Ich möchte ein sauberes Rennen fahren. So gut es uns eben möglich ist. So, wir haben jetzt, glaube ich, einen Platz weniger gewonnen als letztes Mal, aber dafür bisher noch keine Kollision erlebt. Von hinten kam der Chevy ganz nah. Wenn man jetzt erstmal diesen Honda Civic hinten weich gemacht hat, dann liegt er ziemlich gut, muss ich sagen. Da fährt er sich auch sehr, sehr schön. Er untersteuert zwar noch relativ viel beim Gas geben, klar, ist halt ein Fronthebler. Aber dafür kommt das Heck jetzt nicht mehr alle 5 mm rum. Das ist schon von der Fahrzeugbalance jetzt sehr Entschuldigung, glichen, Mr. Thompson, sorry. Ich stand schon auf der Bremse, aber irgendwie war das nicht genug. To break is not enough. Ich weiß, ich soll nicht singen. Ich lasse es. Hüpf. Ulala, das war nicht beabsichtigt. Ich wollte hier keine Divebomb machen. Ich weiß, das glaubt ihr mir wieder nicht, aber das war echt nicht beabsichtigt. Ich wollte hinter ihm durch die Kurve gehen. Irgendwo ist hier eine gelbe Flagge. Ich sehe sie nicht. Da aber hier keiner fährt, denke ich mal, fahre ich. Ah, da hat sich nämlich ein Chevy festgefahren. Ah. Der Anschluss nach vorne ist schon weg. .233 aus Bestand. Ja! Nicht einschlagen. Kriegen wir Tom Chilton noch 10 Sekunden Rückstand? Wahrscheinlich nicht. Wir versuchen es einfach mal. Wir geben einfach weiter Gas. Wir haben 12 Minuten. Da kann ja sonst was passieren bei den Jungs. Oder bei uns. Aua. Mit Schaden wie in Race 07 hätten wir jetzt auf jeden Fall eine defekte Aufhängung. Haben wir schon eine Sekunde verloren in diesen paar Kurven. Aber zu früh ans Gas gegangen. Die perfekte Linie ist das wahrlich nicht.
Wir haben jetzt über die Runde 2 Sekunden verloren. Einer davon direkt im ersten Sektor. Zwei 27. Ja. Alles gut bei euch, ja? Diese letzte Kurve muss ich noch deutlich besser kriegen. 2,29. Jo, nehme ich. Ah, das macht eine Mordsgaudi mit den Autos hier in der Leitplanken, in diesem Leitplankentunnel zu fahren. Das ist auch ein wunderbares Ambiente. Ha, hat das gerade noch gepasst hier. Hat aber viel Zeit gekostet. Ein ganz leichtes Anbremsen vor jeder Kurve stabilisiert ungemein. Und ist auch gar nicht mal so langsam, wie ich sehe. Aua! Ist aber wieder der Wurm drin. Da ist auf jeden Fall nicht viel mit Kommentar auf dieser Strecke. Ja, schon ein bisschen besser jetzt die Kurve genommen. Und wir haben auch irgendwie auf Tom Chilton aufgeholt. 2,26,9. Damit sind wir gerade eine Zehntel langsamer als die bisher schnellste Rennrunde. Heidenei. Dies war schon ordentlich. Mit 2,46 durch die Kurve. Jo, geht. Na, wir werden so langsam. Also wir werden nicht langsam, sondern so langsam wird's.
Bisher nicht einmal angeschlagen, diese Runde. Wir haben sogar wieder ein bisschen aufgeholt auf Tom Chilton. Zwar nicht viel diesmal, aber Kleinvieh macht auch Mist. Er muss ja nur einen Fehler drin haben, dann sind wir zur Stelle. Ja, nee, ist klar. Schnellste Rennrunde, ich glaub's nicht. Im Training sah das ja wirklich so aus, als oder im Qualifying, als würden wir hier gnadenlos versagen. Aber jetzt sind wir doch zeitentechnisch nicht mehr so schlecht dabei, oder? Ein bisschen mehr Dampf können die schon gebrauchen hier, weil 252 ist hier gerade ein bisschen Schicht im Schacht. Schade. Bis dahin war die Runde sehr sauber. Jetzt geht es sogar schon ohne Bremsen, mit ein bisschen Lupfen. Ja, noch so 10, 20 Runden und wir sind ungefähr da, wo wir hinwollen. Speedtechnisch. Oh, Chilton hat sich anscheinend gerade hier verfranst. Oh, er stand da immer noch. Sorry, ich habe dich nicht gesehen. Ich dachte, du seist endlich freigekommen. Von Hugo Valente. Oder Vallon, oder wie auch immer er sich spricht. Mit dem weiß-gelben Chevy müsste das sein. Davor ein Tom Coronel. Wir sind übrigens gerade in den Punkten, ne? Bin auch nur mit einem Pünktchen, aber besser so als gar nicht. Ja, eine langsame Runde, eine 2,28. Hui. Ganz knapp an der Leitplanke entlang. Gute Bremsen haben die Teile. Au, scheiße. Bis dahin war die Runde sehr schön. Und zu schnell in die Kurve rein. Schade, schade, schade. Das kostet nämlich alles Zeit. Eine Runde haben wir noch, glaube ich. Ja, gerade so.
227. Oh, die Zeiten sind okay. Die Zeiten sind echt okay. Und wir haben hier nach wie vor die schnellste Rennrunde mit einer 226.1. Ja, Jose Maria meint nicht mit mich eine 224.3. Warum auch nicht? Wäre ja zu langweilig sonst, ne? Aua! Mist. Aua, ah, ich hab's gemerkt. Zu früh ans Gas. Oh, zu früh eingelenkt. Na gut. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, aber... Man lernt nie aus. Es war keine saubere Kurve zum Schluss. Und die Runde war mit einer 1.26.0. War okay, war okay. Ah, Mann, ich hätte jetzt nochmal 10 Runden weiterfahren können. Jetzt ist man so langsam warm geworden. Kennt die Linie? Die Einschläge werden ja, naja, ich möchte nicht sagen seltener, weil die letzten 2 Runden waren doch wieder ein paar dabei. Aber wir finden immer öfter den passenden Grad zwischen zu langsam und zu schnell. Und das ist einfach eine Gaudi hier. Das ist einfach eine Gaudi. Eine tolle Atmosphäre, ein tolles Ambiente. Richtig genial umgesetzt. Also Hut ab, Sektor 3. Gebt eurem Grafikdepartement mal einen Kuchen aus oder einen Kaffee oder was auch immer. Richtig schön geworden. Das Geld allemal wert. Und ich freue mich jetzt schon, ein Loch im Bauch, bezüglich unseres 1-Stunden-Rennens hier zum Jubiläum 100 Folgen R3E Multiplayer. Ich bin gespannt, wie gut das ausgehen wird. Es kann nur katastrophal enden. Es ist eben Macau. Trotzdem eine tolle Nummer. Die Strecke absolut genial. Hier müssen wir mal ein paar Gruppe 5 dann langscheuchen. Irgendwann demnächst. In einem Quick Race vielleicht. Oder ein paar alte DTM. Ach, irgendwas werden wir schon finden. Geniale Strecke. Ich kann es nur wiederholen. Das Auto, wenn man es passend einstellt, sehr gut fahrbar. Ich habe mich jetzt auch dran gewöhnt. Doch, ist ein sehr quäliger, kleiner, kompakter. Oder klein war? Ich weiß es nicht. Ich kann mir die Einteilung nach wie vor nicht merken. Ja, tolle Karre. Grundsätzlich geiles Paket, dieses WTCC 214. Manchmal untersteuert er mir zu sehr beim Gasgeben. Mein Gasfuß ist einfach nicht sensibel genug. Ja, insgesamt... Ich glaube, ich habe jetzt 5-mal insgesamt gesagt, ne? Tolle Kombination, macht irrsinnig Laune. Und da hängen sie sich schon wieder fest. Für die KI ist das, glaube ich, noch nicht so das Richtige hier. Jetzt hängt der gute Hugo fest. Naja. Ich bin gespannt auf unser Multiplayer-Event und ich hoffe, euch hat es heute ein wenig gefallen. Wenn dem so ist, bitte Däumchen oben nicht vergessen und gerne bei einem der nächsten Videos wieder mit einschalten. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf unser Event und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Swaddy.